Mit der Verleihung dieses Preises verbinden wir, dass der Internationale Frauentag ein politischer Tag ist, ein Kampftag ist, den wir uns auch wieder aneignen müssen. 2019 möchten wir das Wohnungslosenprojekt Heimatlos in Köln und damit dich, Linda, und ehren. Jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht, wir haben immer mehr Armut, wir haben immer mehr Not. In unserem Land, in anderen Ländern, überall. Und jeder kann, wenn er möchte, einen Beitrag dazu leisten. Wir schreiben das Jahr 2019 Europa. Das Sterben lassen gilt als legal, Menschen zu retten als illegal. Das ist eine so verdammt verkehrte Welt und diese Zustände erfordern unseren entschiedensten Widerstand. Menschen wie Pia, all die Seenotretterinnen und Seenotretter, das sind die wahren Heldinnen und Helden unserer Zeit. Und wenn etwas Mut macht für die Zukunft des europäischen Kontinents, dann sind es jene Kräfte der Solidarität. Ich werde dich gefragt, wie es ist, als Frau Kapitän zu sein. Ich finde es grundsätzlich schwer, diese Frage zu beantworten, weil ich noch nie als Mann Kapitän war. Doch natürlich bin ich mir darüber bewusst, dass die Seefahrt eine Männerdomäne ist. Dass es etwas Besonderes ist, wenn eine Frau das Kommando hat. Die einen sagen, dass es toll ist, dass ich Kapitänin bin, obwohl ich ja eine Frau bin. Die anderen sagen, es ist toll, gerade weil ich eine Frau bin. Aber die wenigsten sagen, schön für dich, dass du Kapitänin bist. Punkt. Ja,